Oh ja, da ist was los. Dieses Reliquiar ist prachtvoll. Wow! Okay. Das sah, glaube ich, ein bisschen weh. Komm schon. Der Sturm hat euch die Seele noch nicht entrissen. Wir locken sie hier noch aus euch hervor. Oh je. Setzt die Opferungen fort. Ja. Boah. Über 1 Million haben die Dinger. Und schließt euch euren Kameraden in dieser Welt an. 2 Millionen hat er. Das ist lustig. Vampirförster Ground. Joa. Gibt's ja noch mehr jetzt. Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Autsch. Der hab ich voll getroffen. Ah. Blutspeer. Oh je. Ah, da hängt gleich auch einer an. Warum fliegt er weg? Wo fliegt er hin? Da ist er. Schmarrn. Der haut ganz schön rein. Yay! 25 Punkte für die Kriegergilde. Yay! Will ich jetzt auch looten? Oh, giftiger Ring. Habe ich nur sogar eine Stufe 5 Ringe. Kuriositäten. Aha. Cool. Cool. Das ist cool, immer nehme ich den Ring. Wow. Das ist bestimmt nur zu verkaufen, ne? Ah, sehr cool. Sehr cool. Jetzt beanspruchen wir aber erstmal unser Level hier. Beanspruchen. So, Seelenfetzen, was ist das denn? Ihr sucht nahe Feinde oder. Achso, das ist glaube ich die ultimative, ne? Ja, das ist die Ultima. Sollen wir die nehmen hier? Ihr sucht nahe. Ja, das nehmen wir.
Nehmen wir die mal mit. So, Katalysator. Sehr cool. Ich habe einen Kram schon mitgemacht und bin nur in Anführungszeichen dreimal gestorben. Oh yeah. Das ist natürlich auch sehr gut. So, jetzt holen wir uns erstmal unser Pferd. Unser ach so schnelles. Gibt es da nicht ein schnelleres noch? Au! Ernsthaft? Hat uns gleich mit dem ersten Schlag betäubt hier. So eine fiese Geschichte. Ohne. Muss er hier runter? Vorsichtig hier runter. Ohne. Zack. 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 Noch eine Rune. Ja. Da ist er. Hoffentlich war es das. Nicht, dass da gleich noch was kommt. Ihr seid zurück. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich hoffe, es war nicht zu gefährlich. Ich habe das Gefühl, als hätte ich euch begleiten sollen, aber ich hätte euch wahrscheinlich nur aufgehalten. Oh, die Abriebe. Habt ihr sie besorgt? Ja, ich habe sie. Wie aufregend. Ich kann kaum glauben, dass ich das selbst untersuchen darf. Feldarbeit ist ja wundervoll. Jetzt hoffe ich nur, dass sich auch meine Theorie bestätigt. Was ist eure Theorie? Nun, die Glyphen hier stammen auf jeden Fall aus der meretischen Ära. Haben aber auch Nordeinflüsse, die... Entschuldigt, das überspringe ich mal. Diese Symbole erinnern an die Tafeln des Drachenkults. Ich glaube, es sind Zauber, die dafür sorgen sollen, dass die Drachen schneller aus ihren Hügeln befreit werden. Ihr meint, die hier begrabenen Drachen könnten erwachen? Nun, so etwas in der Art. Es ist auch in Elsweyr geschehen, oder etwa nicht? Da ich die hier nun habe, gibt es noch einen letzten Hügel zu untersuchen. Diesmal muss ich dabei anwesend sein. Wärt ihr bereit, mir zu helfen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das allein schaffe. Was müssen wir tun? Weiter die Straße runter gibt es einen Drachenhügel. Einen großen. Als ich diese Theorie zum ersten Mal in Erwägung zog, habe ich einen Schutzzauber gewirkt. Einer, der das, was auch immer im Hügel ist, dauerhaft dort einsperren sollte. Aber dieser Spruch ist schwer zu wirken. Ich brauche jemanden, der mich beschützt. Warum habt ihr mir nicht früher von eurem Plan erzählt? Ich war mir beim letzten Teil nicht sicher. Ich brauchte erst die Abriebe, um das zu wissen. Abgesehen davon, wenn ich gesagt hätte, dass ihr mir helfen müsst, einen Zauber zu wirken, um einen toten Drachen einzusperren, hättet ihr mich für albern gehalten. Alle hätten das getan, insbesondere meine Mentoren. Seid ihr sicher, dass ihr das wirklich tun müsst? Sicher? Nein, aber was, wenn ich recht habe? Ich weiß, dass das alles nur eine unbewiesene Theorie ist. Doch wenn die Alternative ist, dass ein Drache erwacht, glaube ich, dass ich es zumindest versuchen sollte. Ich habe all die Berichte über das Gemetzel in Elsweyr gehört. Die klangen furchtbar. Glaubt ihr wirklich, dass Drachen Himmelsrand bedrohen könnten? Es ist auf jeden Fall in Elsweyr so geschehen, oder etwa nicht? Alle dachten, Drachen wären ein für allemal fort. Und jetzt äschern die Riesenechsen ganze Dörfer ein. Ist es das, was hier passieren wird, wenn ich nichts tue? Die Drachen in Elsweyr waren nicht tot. Sie haben nur geschlafen. Ich war dort. Wart ihr? Dann habt ihr selbst gesehen, was sie getan haben. Ist es so unwahrscheinlich, dass es auch hier geschehen könnte? Und ich habe so viele Fragen an euch. Aber später. Warum habt ihr... Ach so. Ich war mir beim letzten Teil nicht sicher. Das ist schon wieder zu Ende. Dann können wir also... da hinten hin. Okay, jo. Machen wir das so mal. Gehen wir nochmal zu dem komischen Hügeldrachen, Drachenhügel hin. Hey. Tja. Und gucken, was uns dort erwartet. Boah, das Pferd ist so langsam. Ich weiß, ich sag's immer wieder. Und ich kann's nur sagen, das Pferd ist langsam. Boah. Schrecklich. Sehr, sehr schrecklich.
Zu Fuß bin ich doch bestimmt genauso schnell. Wirklich da? Ja. Arune! Wollen wir auch nicht mehr aufsteigen. Können wir jetzt hier vorne hingehen. Da soll ein Drache begraben sein. Okay. Ich bin hier. Wartet auf mich. Hier vorne soll ein Drache liegen, irgendwo tot, begraben. Na. Ach, du ahnst es nicht. Nein, danke. So, bis hierhin habe ich es ohne Katastrophen geschafft. Das muss doch auch etwas zählen, oder? Ist das Gebiet sicher? Ich bin so nervös. Wir werden das erste fahren, wenn wir näher dran sind. Oh, genau. Natürlich. Ihr wisst schließlich, was zu tun ist. Ich habe meinen Dolch mitgebracht, falls es Riesenkäfer oder sowas gibt. Ich musste noch nie einen Riesenkäfer erstechen. Ist es so eklig, wie es klingt? Es lässt sich abwaschen. Wunderbar. Also sind diese Geschichten darüber, dass man in Höhlen geschleift und von Frost bis Spinnen verschlungen wird, nur dazu da, um Kindern Angst zu machen? Antwortet lieber nicht darauf, sonst schüchtert ihr mich nur zu sehr ein, um das hier durchzuziehen. Folgt mir und bleibt dicht bei mir. Okay. Geberspieße zu verkaufen, die machen richtig satt. Wo muss er jetzt noch dahin? Hier, das hier ist der Drachenhügel. Und da soll ein Drache sein. Oh, da vorne ist wieder ein Grabensturm. Schnell hin, nochmal auf den. Aber nochmal auf den Nerv hier Dings gehen hier. Ich spüre keinerlei merkwürdige Energien. Ich würde sagen, vermutlich ist es gut. Seid ihr bereit hinzugehen? Los geht's! Wir müssen ins Zentrum des Hügels. Das ist der beste Ort für meinen Zauber. Also, hier. Es geht los. Keine Sorge, alles in Ordnung. Ich bekomme keine Panik. Ich glaube eher, dass gleich der Drache losbricht. Dort! Es ist dort. Es hat geklappt. Zumindest glaube ich, es hat geklappt. Kein Grollen, keine Explosion. Das ist schon mal vielversprechend. Dieser Zauber hat mich ganz schön angestrengt. Könnt ihr mir hier raushelfen? Vielleicht bis zur Straße? Folgt mir zurück auf die Straße. Beeilen wir uns. Ich will hier nicht trödeln. So, ich muss den Gün da wieder zurück. Ach so. Ja, das kriegen wir hin. Solange wir nichts irgendwie nichts auf uns aufmerksam machen. Oh, vorsichtig! Ahorn. Da wären wir. Völlig unangefressen. Hab Dank für eure Hilfe. Ich hatte ja keine Ahnung, dass die Arbeit im Feld derart aufregend und belebend ist. Ich kann es kaum erwarten, den anderen aus dem Antiquarenzirkel alles darüber zu erzählen. Ich gehöre zum Antiquarenzirkel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch schon mal gesehen habe. Ach, wirklich? Ich bin noch ein frisches Mitglied und erst vor kurzer Zeit beigetreten. Auf jeden Fall ist das wunderbar. Was für ein Zufall, dass ich ausgerechnet euch als ein anderes Mitglied um Hilfe bitte. Hat der Zirkel euch entsandt, um den Drachenhügel mit einem Schutzzauber zu belegen? Nun, nicht ganz. Gabrielle hat ihre Zweifel klar zum Ausdruck gebracht. Ist sie immer so frei heraus? Sie sagte mir, ich könne so lange Wissen sammeln, wie ich möchte, sofern ich nur nicht unmittelbar daran beteiligt bin. Doch ich wollte mich dem Zirkel beweisen. Ich hoffe nur, ich kriege keinen Ärger. Meint ihr, dass ihr Ärger kriegen solltet? Nein. Ich meine, ich glaube nicht.
Ich habe die Initiative ergriffen, um mich um etwas zu kümmern, was eine größere Bedrohung sein könnte. Das muss doch etwas wert sein, oder? Ich muss meine Funde Gabrielle erklären. Und ich verspreche euch zu bezahlen, wenn ihr mich beim Zirkel trefft. Ich sehe euch dann dort. Okay, naja, gut.